Söderle, weiter geht's. Da bin ich schon wieder zurück. Und was nun, sprach Zeus, die Götter sind besoffen. Ich möchte eigentlich. Genau, testen wir mal die Spitfire. Stufe 5. Auch über einen Promocode bekommen. Wie gesagt, schaut da mal regelmäßig im World of Warplanes Forum vorbei. Auf Reddit wird sowas auch gerne geteilt. Ne? Da sind wir ja recht schnell ins Match eingestiegen. Ja. Attention, Wir you sind are wieder entering the combat zone. Get ready for battle. Good luck. Verteidiger. Okay. Ja. Ist immer wichtig, dass man das richtig einsortiert. Also für Rise and Shine ist es ja ein bisschen spät. Ne? Bei mir ist es 12:15. Ich weiß nicht, ob der Kollege gerade aufgestanden ist, aber. Pilots, get ready for action. Let's go. Mit der Spitfire würde ich mich tatsächlich trauen, an so den einen oder anderen Bomber mal ein bisschen rumzuknabbern. Aber besser ist sie eigentlich noch im Einsatz gegen Schlachtflugzeuge. Deswegen halte ich mich hier mal ein bisschen tiefer. Schauen wir mal, was uns hier so entgegenkommt. Ja. War schon was. Ja. Da weiß man nie, wie es ausgeht. Obwohl bei einem Flachflugzeug man nicht davon ausgeht, dass man durch den Jäger durchfliegt, ohne da großartig Widerstand zu spüren. Ja. Und worauf man bei den Schlachtflugzeugen immer aufpassen muss, generell bei Flugzeugen, die Bomben dabei haben, wenn man die in niedriger Höhe verfolgt, na, wenn die dann gerade eine Bombe abwerfen, dann ist man da einfach mal mitgeliefert. Ja, kommt selten vor, aber kommt vor. Und ja. Sieht nicht so richtig gut aus. Wir werden hier ganz schön auseinandergenommen vom Gegner, also. Meh. Schon ein, der sich versucht, an diese Basis hier ranzumachen. Das wir mal ein bisschen was dagegen machen. Ja, dann kommt der nächste. Ich bin
noch so in der Gegend rum. Jede Menge. Ich krieg's nur nicht ins Visier. Oh, wenn es so knapp ist, dann nehme ich dich doch gerne mit. Ja. Okay, jetzt sind die Bomber, die gerade über uns rüberfliegen. Ja, ich sehe dich. Okay, das war's wieder mal. Alter Schwede, wir werden hier ganz schön auseinandergenommen. Ja. Dass wir das gewinnen. Schauen wir mal, was wir da tun können. Ja, weiter vom Schuss. Mal zu, dass wir wieder näher ans Geschehen rankommen. Das war's dann auch schon. Ja. Nichts zu machen, aber okay, mit 7000 Punkten bester Spieler, da war dann nicht viel zu reißen. Na, no, bin ich ganz ehrlich. Und, naja, das zieht halt einen auch so ein bisschen immer runter. Stimmungsmäßig, ne? No. Dann gibt's halt viele Leute, die anfangen, über das Team zu schimpfen. Na, die scheiß Spieler, mit denen die zusammengewürfelt wurden. Und, naja. Und, ich habe mich da entschlossen, das ein bisschen anders zu versuchen, weil dadurch kriegt man ja doch im Endeffekt nur schlechte Laune. Na, können wir uns zum Abschluss heute Vormittag mal wieder ein Match in meinem Bomber, obwohl 50 Sekunden Wartezeit. Schauen wir mal. No. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. You are approaching the area of combat operations. Be ready. Okay, halt Bomber natürlich, Angreifer. Schauen wir mal, wie es läuft. Hi, grüß dich. If I shall comment in English, please give me a note in the chat. Just say it. Okay. You are approaching the front line. Yo, off we go. Fuß da rein, Höhe gewinnen und auf die erste Basis. Oh, hier ist alles mit uns unterwegs. Einen zweiten Bomber sehe ich, dritten, vierten. Halleluja, vier Bomber im Team. Da müssen wir sehen, dass die Kollegen noch was für uns übrig lassen. Von den Basen, Also, schauen wir mal, wie es läuft. No. Da muss man fix sein. 3, machen wir es mal so. Sollten wir uns hier mal unseres Turms bedienen. So. Ansonsten zusehen, dass wir uns hier so schnell wie möglich entfernen. Okay, da haben wir einen Assist. Macht sich gut.
der Höhe gewinnen und dann gehen wir gleich auf die zweite Basis los. Ja? Die haben wir nämlich momentan noch für uns alleine. Müssen nur warten, bis die Bomben wieder da sind. So, das ist soweit. Können wir reindrehen. Eine schöne Linie kriegen. Jawohl. Ja. Und jetzt. Eins. Eins, zwei. Und noch eins. Ja. Und was wir jetzt im ersten Aufwasch nicht mit erledigt haben. Das versuchen wir im zweiten. Ja, denn es gilt, die Bodenziele komplett zu zerstören. Ja, wer das letzte Teilziel eines Bodenziels zerstört, der kriegt halt den Bonus für das gesamte Ziel. Und inzwischen, juhu, sind auch die Kollegen vor Ort. Klar, das andere Bodenziel ist ja weg, die andere Festung. Mal ein bisschen. Oh, ist da? Hat der noch was zusammen? Zack, das weg ist, ist weg. Okay. Dann schauen wir mal, dass ob und wann die nächsten Festungen spawnen. Ja, dass unsere Bomber abgeschossen werden. Braucht uns eigentlich nichts auszumachen, ne? Wir sind ja selber genug Bomber. Aber das könnte unter Umständen zur Folge haben, dass wir das Match verlieren, ne? Wenn unsere Bomber abgeschossen werden. Denn das ist ja die Aufgabe des Gegners, der Verteidiger. So. Wir warten jetzt erstmal hier den Countdown ab. Ja, die Kollegen sammeln sich hier schon. Jetzt noch eine Basis, die hier aufgetaucht ist. Ne, da hinten ist noch eine zweite. Das ist ja soweit ganz gut, wenn wir ja dann jetzt reindrehen. Na, Ziele tauchen wir ja gleich auf. Die Klack, da sind sie. Ja. Können wir uns nach dem ersten Überflug hier gleich auf den Weg zweiten Basis machen, denn ich glaube nicht, dass die Kollegen hier lange was stehen lassen werden. Ja. Und wenn ja, dann kommen wir halt nochmal zurück. So. Das war's auch schon. Halleluja. Ja? Bester. Mit etwas über 8000 Punkten. Ah, okay. Ach ja, hätte ich gerne mehr rausgeholt natürlich an Punkten, aber wenn die Schlacht so schnell vorbei ist, bleibt da natürlich wenig. Ja? So, schauen wir noch in die Ergebnisse und dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, dass ihr mich hier begleitet habt. Oh. Ja. Ist doch schön, was wir hier alles gekriegt haben und Fortschritte gemacht haben. Gefällt mir. Ja. Also, wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart und schaut gerne wieder vorbei. Ne? Folgt mir, dann kriegt ihr auch mit wann ich wieder streame und empfehlt mich weiter. Ja, denn ich fange ja hier gerade erst an und hoffe mal und bin da auf eure Mitarbeit, auf eure Unterstützung auch angewiesen. Ja, bis dahin, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Vielleicht heute Nachmittag nochmal, heute auf dem Abend. Denn Flaming Shore läuft hier ja noch 9,5 Stunden. Also heute Abend, denke ich,
können wir da nochmal ins Gefecht gehen. Ich hoffe, ich sehe euch dann wieder. Wie gesagt, bis dahin, danke fürs Zuschauen und bye bye.